Norbert, ich bin's, der Olli. Und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wasser und Malz. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ich habe mich auch extra für euch schick gemacht. Nicht, weil ich eine ganze Destille heute date oder sowas, sondern ich habe für euch den perfekten Whisky entdeckt, den perfekten Scotch Whisky. Ja, man sagt doch immer hier in der Whisky-Industrie ist die Romantik draußen. Es geht nur noch um Großkonzerne und um viel Geld und die Familie, die bedeutet nichts mehr. Aber der drittgrößte Whisky-Produzent von Schottland mit immerhin einem Marktanteil von 8% ist ein Familienbetrieb. Ja, William Grant & Son. Immer noch in Familienbesitz. Und sie haben unter anderem in ihrem Portfolio einen Blended Whisky, mehrfach mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Und diesen Blend gibt es schon seit 1898. Der Gründer der Firma, William Grant, hat schon diesen Blend gehabt und verkauft. Er hieß Grant's Family Reserve. Und 2018 hat man diesen Blend dann umbenannt in Grant's Triple Wood. Und er ist hier in dieser schönen Designerflasche. Die ist so dreieckig. Das soll quasi die drei Hauptzutaten für Whisky symbolisieren. Diese Flasche ist auch aus dem Grund sehr interessant, weil sie in der Tat eine Designerflasche ist. Hier diese schöne, elegante, dreieckige Flasche. Hans Schläger, ein gebürtiger Deutscher, der 1932 aus Nazi-Deutschland nach Großbritannien geflohen ist und sich dort unter anderem als, ja, als Designer von Alltagsgegenständen einen Namen gemacht hat, auch unter dem Künstlernamen Zero, auch beeinflusst aus dem Bauhaus, hat diese Flasche entworfen. Es gibt von ihm, glaube ich, auch noch einen sehr bekannten Stuhl. Aber er hat diese dreieckige Flasche entworfen. Angeblich sollen diese drei Ecken die drei Hauptzutaten von Whisky symbolisieren. Nämlich Wasser, Torf und gemälzte Gerste. Ja, und gemälzte Gerste ist da auch drin. Natürlich auch einen guten Anteil Single Grain. Das ist nämlich ein Blended Whisky, wie gesagt. Und man sagt, der Hauptanteil des Grains kommt aus der firmeneigenen Girvan Distillery. Insgesamt sind da nämlich 25 Single Malt und Grain Whiskys enthalten in diesem Blend. Unter anderem wahrscheinlich auch die hauseigenen Single Malts Glenfiddich und auch Balvenie. Wahrscheinlich jedenfalls. Ja, und Triple Wood, wie er jetzt heißt, ist auch ein sehr sprechender Name, weil drei verschiedene Fassreifungen hier in diesem Blend enthalten sind. Zum einen Virgin Oak, zum anderen amerikanische Weißeiche und zum dritten Ex-Bourbon-Fässer. Die Virgin Oak-Fässer geben dem Blend die Würze mit, die Fässer aus amerikanischer Weißeiche die Vanillearomen. Und die Ex-Bourbon-Fässer, die Komplexität und Tiefe. Und was soll ich sagen? Dieser mehrfach mit Goldmedaillen prämierte Blend ist auch gar nicht mal teuer. Also, wenn das nicht der perfekte Whisky ist. Olli, 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 Olli. Ah. Lass dich doch nicht immer so von den Marketingtexten täuschen. Natürlich stellen die das Schöne heraus, ne? Und ja, bauschen auch auf. Es ist eine dreieckige Flasche, ja, und die ist schön elegant, das mag sein. Aber würdest du im Supermarkt zum Rotwein aus dem Tetrapack greifen? Nee, weil dir klar ist, das wird nichts Gutes sein, ne? Und hier, Schraubverschluss, Schraubverschluss. Ich weiß, manche mögen Schraubverschlüsse, aber es ist nicht unbedingt ein Anzeichen für hochwertigen Whisky. Zum Zweiten, der hat 40 Volumenprozent Alkohol. Der darf gerade mal so Whisky heißen.
Ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Es gibt auch guten mit 40%, aber meist verheißt es nicht so viel Gutes. Und das ist halt auch ein Statement, diese schöne goldgelbe Farbe hier für die Katz. Ja, da ist Farbstoff drin. Steht hier hinten auch schön deklariert. Steht jetzt zwar auch nicht drauf, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch durchaus kühl gefiltert ist hier. Ja. Also von daher, ich habe da nicht so die Hoffnung, dass der lecker ist. Und hier der Preis, du hast den beim Discounter gekauft, gut im Angebot für unter 10 Euro, aber wie viel kostet der normal? Unter 20? Und dann soll das hier ein super perfekter Whisky sein? Nee, 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 das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Halt, stopp, 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 stopp. Also lasst euch diesen tollen Blend von dem Olli hier nicht vermiesen, ja? Der Master Blender von William Grant & Son hat diesen Blended Whisky, ja? Den schon der Gründer der Firma, wie gesagt, William Grant, 1898 kreiert und verkauft hat, nochmal mehr ausgebaut, ja, in den perfekten Genuss, diese drei Fassarten, was die Aromen angeht, zusammen vermählt zu einem tollen Blend. Der ist das Flaggschiff der Destille. Der kann gar nicht schlecht sein, oder? Also, ich habe im Internet hier Notes gefunden, ja. Ich lese euch das mal vor. Zunächst mal die Aromen in der Nase. Das Aroma des Grants Whisky ist ebenso verlockend mit einer köstlichen Mischung aus süßen, malzigen Düften, kombiniert mit subtilen Anklängen von Torfrauch. Dieses fesselnde Aroma trägt zu einem insgesamt außergewöhnlichen Trinkerlebnis bei. Also hier, ne? Das ist ein toller Blend. Lasst euch da nichts einreden. Naja, dann schauen wir halt mal, ob die Duftnoten richtig sind hier. Wir können es ja direkt mal verriechen. Wir haben es ja hier. Also als erstes rieche ich Alkohol. Der sticht nicht groß in der Nase, das nicht, aber ich rieche Alkohol. Also das ist nicht sehr angenehm. Ansonsten habe ich was Fruchtiges in Richtung Äpfel-Birnen. Und ich habe eine leichte Vanille. Also alles nichts Besonderes, alles sehr typische Aromen. Ich suche noch nach den subtilen Anklängen von Torfrauch, die ich aber hier nicht finde. Ja, ein bisschen Malz ist dabei, das stimmt. Aber ich habe hier keine subtilen Anklänge von Torfrauch und das ist auch wirklich nichts Besonderes, was man hier riecht. Ja, das ist Standard, das ist ziemlich geradlinig. Und die deutliche Alkoholnote, die müsste nicht wirklich sein. Die macht ihn nicht wirklich besser. Naja, die Nase wird eh überbewertet. Ja, das macht aus ihm hier noch gar keinen schlechten Whisky. Nee, 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 nee. Also ich habe hier auch noch die Verkostungsnotizen. Hier auch aus dem Internet. Hier im Hinblick auf den Geschmack bietet Kranz ein einzigartiges und köstliches Geschmacksprofil, das sowohl Gelegenheitstrinker als auch Kenner anspricht. Mit seinen reichen, fruchtigen Noten, begleitet von einem Hauch von Vanille und Eiche, hinterlässt dieser weiche Whisky einen bleibenden Eindruck im Gaumen. Also, das ist doch ein köstliches Erlebnis, eine köstliche Verkostung. Hier diesen tollen Grants Triple Wood. Das ist das Flaggschiff von William Grant & Son. Ja, gut, schauen wir mal. Ich meine, ich gebe ihm auch gerne noch eine zweite Chance, ne? Also, vielleicht ist er ja auf dem Gaumen dann köstlich.
Wer weiß. Auch wenn ich es nicht wirklich glaube, aber probieren wir es. Ja, also eins ist er nicht, das muss ich zugeben, er ist nicht wässrig. Ja, im Gegenteil, er brennt trotz 40 Volumenprozent doch schon relativ im Gaumen. Ich habe am Anfang eine leichte malzige Süße und danach kommt Bitterkeit. Also dazwischen ist eine Vanille, ja. Und ich habe jetzt auch eine leichte würzige Rauchigkeit, aber das ist kein Torfrauch, das ist, glaube ich, Barrel Char. Und das ist nicht sehr angenehm. Also der ist relativ bitter. Also ich mag ja eigentlich so den Geschmack von so angeflammtem Karamell. Aber der Karamell ist nicht angeflammt hier, der ist eher verbrannt. Und da ist kein Schokoladennoten, da sind keine Kaffee- oder Kakaonoten. Das ist bitter, relativ bitter. Was Getreidiges, habe ein paar Apfelschalen vielleicht. Aber das ist eine relativ bittere Angelegenheit. Der hat auch keinen sehr langen Abgang. Der ist nicht ganz so doll hier. Ist alles Geschmackssache. Manche finden vielleicht, es ist der beste Blend ever. Aber für mich lecker ist was anderes. Es ist nicht der schlechteste Whisky, den ich je getrunken habe, das nicht. Ja, aber die Bitterkeit und das Alkoholische in der Nase, aber auch im Gaumen, trotz den 40 Volumenprozent, ja, das ist nicht so toll. Also dieser tolle Blended Whisky ist einer von den fünf meistverkauftesten schottischen Blends. Ja, also in feiner Gesellschaft mit Johnnie Walker, mit Ballantines, mit Chivas Regal, den hat schon James Bond getrunken, ne? Und mit Ivars. Ja, ich glaube, er ist auf Platz 3 oder auf Platz 4. Also, wie gesagt, hier, der kann doch gar nicht schlecht sein. Was wollt ihr denn? Was viele trinken, das ist lecker. Das Leben ist zu kurz für schlechten Alkohol. Gebt euer Geld für was Gescheites aus und nicht für sowas hier. Ich meine, gut, 9,99 kann man bestimmt irgendwas noch damit anfangen. Hier, was weiß ich, wie gesagt, backen, kochen, Cocktails, Hot Toddy, wie die Holly, das ja auch in ihrem Kranz Video vorgeschlagen hat. Da ist es vielleicht okay, da brauchen wir auch keinen so teuren. Aber hier, das ist nicht der beste Whisky ever. Zumindest nicht für meinen Geschmack. Hattet ihr hier schon mal den Blend hier, den Kranz Triple Wood oder Family Reserve, wie er früher hieß? Dann schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr von dem haltet oder was ihr damit gemacht habt oder ob ihr irgendeinen Verwendungszweck habt für den. Schreibt mir das in die Kommentare, ich freue mich. Und wenn ihr schon dabei seid, da unten, da ist so ein Knopf mit so einem Daumen nach oben. Mal ganz schnell kurz da draufklicken, bitte. Ja, das wäre super. Vielen, vielen Dank. Und falls ihr es noch nicht habt, abonniert meinen Kanal, bitte. Da unten könnt ihr das auch machen hier. Das könnt ihr doch gleich noch schnell mitmachen. Das wäre toll. Vielen, vielen Dank. Ja, ansonsten fragt man nicht sehr viel. Ich wäre auch nicht am Glas riechen, wie ich das sonst so gerne mache, weil die Aromen jetzt nicht so doll sind.
Nee, nicht wirklich. Es ist immer noch ein bisschen alkoholisch und nee, das muss nicht sein. Euch einen schönen Abend, bleibt mir gewogen und schaltet wieder ein hier in meinem Kanal. Wasser und Malz. Ciao, euer Olli.